Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zum Thema, kann man Spaß und Erfolg im Sport, im Krafttraining, im Ausdauertraining, kann man das vereinen? Ja, selbstverständlich kann man das vereinen. Ich bekomme oft die Ansage, ja, aber ich will doch trainieren, weil es Spaß macht, da möchte ich mich an keine Vorgaben halten, ich mache alles, was ich Lust habe. Das kann man ja machen, das ist ja kein Problem. Nur ist es das gleiche wie ein Jäger, der jagen geht, eine Schrotflinte nimmt, die nach oben hält, nicht hinguckt, einmal abzieht und hofft, dass er da oben irgendwelche Vögel getroffen hat. So ähnlich gestaltet sich auch dann eben das Training und die Ernährung. Das kann zum Teil funktionieren, muss nicht funktionieren. Wenn ich tatsächlich ein Ergebnis erreichen möchte, ich gehe ins Fitnessstudio, wenn ich mir was vorgenommen habe. Klar soll da Spaß mit dabei sein, aber ich habe doch auch ein Ziel in der Regel. Viele haben ein Ziel. Die jetzt kein Ziel haben, die nur zur reinen Freizeitgestaltung ohne Zielorientierung ins Fitnessstudio gehen, die lasse ich natürlich völlig in Ruhe. Ihr dürft gerne weitermachen. Aber dann gibt es die anderen, die sagen, naja, ich möchte Gewicht reduzieren, naja, ich möchte Muskelmasse aufbauen, naja, ich will vitaler werden, naja, ich will besser klettern können, naja, ich will mit meiner Frau wieder richtig Spaß haben. So, die kriegen eine andere Ansage. Und zwar, da heißt es natürlich, dass man gewisse Strukturen beachten sollte im Bereich des Trainings, im Bereich der Ernährung. Da gibt es einfach gewisse Regeln, ernährungstechnisch und trainingstechnisch, die sollte man einhalten. Wenn man die einhält, dann hat man auch innerhalb von relativ kurzer Zeit einen Erfolg. Und Erfolg gleich Spaß. Warum? Ganz klar, wenn ich was investiere und ich gehe ins Fitnessstudio, und ich mache da so meine Dinge und verbringe da Zeit, ist ein Investment. So, und jetzt kommt aber unterm Strich nie das raus, was ich mir vorgestellt habe. Dann ist das unbefriedigend, dann macht es auch in der Regel keinen Spaß. Genau, aus diesen Gründen kann man Spaß und Erfolg hervorragend in diesem Bereich kombinieren. Man muss nur wissen, wie. Und wenn man nicht weiß, wie, dann gibt es jemanden. Bei dem muss man einfach den Kanal abonnieren, bei YouTube oder auch bei Facebook in der Fanseite reinschauen. Da gibt es in der Regel pro Woche 2, 3, 4, 5 Tipps und auch Clips dazu zum Thema, wie man das richtig gestaltet. Das war's, Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema, kann man Spaß und Erfolg kombinieren? Aber selbstverständlich.